Und in Ägypten auch. Das ist sogar ein österreichisches Artefakt. Sieh sich das einer an. Und das meine ich. Es muss jetzt nicht unbedingt ein ägyptisches sein, auch wenn es im Gebiet ist. Wenn das früher österreichisch war, dann kann es auch ein österreichisches Artefakt sein. Oder wenn hier halt irgendeine österreichische Einheit mal gestanden hat und dann gefallen ist, kann auch hier ein Artefakt dann sein. Aber nehmen wir natürlich. Warte mal. Lass mich das mal durchlesen. Wenn ihr ein Wahrzeichen im Gebiet einer anderen Zivilisation errichtet, erhaltet ihr einen permanenten Diplomatiebonus bei dieser Nation. Das könnte ich in den anderen Zivilisationen machen, hä? Das habe ich noch nicht gewusst. Und hier haben wir auch eines. Oh, hier haben wir sogar zwei, hä? Aber natürlich, österreichische sind besser. Mit denen können wir handeln. So. Jetzt bekommen wir 116 Tourismus. Ägypten ist sinkend, aber das ist unwichtig. So, in Schweden bekommen wir sie schon in 47 Runden. Frankreich und in Polen. Frankreich und Polen haben die Polen schaut nicht aus, als hätte sie noch Ruinen. Die bauen auch fleißig Archäologen. Und Frankreich? Hat jetzt doch hier mittendrin. Und da an der Grenze, aber das sind. Oh, das sind sogar noch Barbaren, wie es aussieht. Egal. Okay, das kann ich mir dann abschminken, weil so viel haben sie dann nicht. Was heißt hier euer Kulturvermächtnis? Oh, okay. Machen wir mal freundlich, weil viel mehr haben die ja nicht mehr. Sie haben nur noch eins und das werde ich mir so. Sehe sich das einer an. Kasimir und Haile Selassie haben Krieg. Da bin ich mal ausnahmsweise für Äthiopien. Auch wenn sie schon jetzt eine große Macht sind. Fast der ganze Kontinent gehört ihnen, aber es ist immer gut, wenn Polen geschwächt wird. Schweden hat die Ideologie Freiheit. So. Freiheit habe ich jetzt nicht, oder? Wir haben Autokratie. Ja, wir haben Autokratie. Was ihr nicht wisst, wenn hier die öffentliche Meinung auf minus 30 oder so fällt, kann es sogar sein, dass ganze Städte zu einer anderen Zivilisation überlaufen. Da hatte ich bis jetzt noch nicht, also nur ein oder zweimal habe ich das jetzt bis jetzt geschafft. Also ich selbst habe es ja nicht geschafft. Die andere Zivilisation hatte so viele Dissidenten, dass die anderen Städte bekommen haben. Aber es ist halt sehr schwierig, das zu schaffen. Egal. Einheit benötigt Befehle. Frachter. Braucht irgendwer einen Handelsweg? Nein. Äthiopien nimmt sicher viele meiner Freunde. Gehen wir halt nach Ilife. So, dann nächste. Quebec. Wo ist Quebec? Und nächste Runde.
Und da beginnt der Krieg. In Wien wurde ein großer Künstler geboren. Ist fein. Frühherbst. Also, Quang Chuang. Also, chinesisch. Durch den Stil habe ich jetzt nicht gewusst, ob das jetzt chinesisch oder japanisch ist, aber mit dem Namen dann ist es ganz klar chinesisch. Kann aber natürlich auch. Na gut, jetzt ist es China. Hongkong gewesen sein. Bis vor 20 Jahren. Ja, 20 Jahren war ja Hongkong unabhängig, beziehungsweise damals noch ein Teil des Britischen Reichs. Also das, wie heißt es, die Commonwealth, Britischen Commonwealth, so. Gut. Nächste ist dann Genua. So, internationales Spiele-Update. Würde mich interessieren, wie weit ich hier bin. Wir sind noch nicht mal bei Silber angekommen. Ich hoffe, ich werde Erster. Ich hoffe es. Ja, okay. Einmal bist du klug und bittest mir das richtig an. Denna uppgörelse kan gagna både mitt och ert folk. Sehe ich das richtig? Kasimir produziert minus 28 Gold pro Runde. So, ich muss leider ablehnen. Ich muss nämlich mit dem Geld ein Hotel in Wien kaufen. Und tatsächlich, Kasimir produziert minus Gold. Das ist ja fast schon verlockend anzugreifen. Aber ich glaube, das werde ich erst machen, wenn die Kanone aufgebessert ist. Nein, 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 ich werde keinen Krieg mehr anzetteln. Nein, ich konzentriere mich jetzt voll und ganz auf Kultur. ይህን ሁኔታ አስብበት እኔ እንደማምነው ለሁለታችንም ህዝባችን ጠቃሚ ነው dieser Archäologe hier, der ist mir nicht ganz geheuer. Baut er schon? Nein. Dann werde ich mal so ganz mir nichts, die nichts. Bin ich schon dran? Nein. Okay. Sie bauen noch nicht. Gut. Jetzt habe ich schon wieder eine Einheit bekommen. Egal. So, heimlich mir nichts, dir nichts. Das Geländefeld hier kaufen. Die gehen hier nicht rein. Und bevor er auf blöde Ideen kommt, auch diese bekommt er nicht. So. Da sind wir das gekracht. Ah. Hier.
Oh, er hat schon Flugzeuge. Das sieht man an der Zahl hier oben. Zwei Flugzeuge. Hier auch noch eins. Und hier auch noch eins. Eine Bahnlage entdeckt. Wo denn? Ein großer Schriftsteller. Ah, da drüben. Haben sich Barbaren noch festsetzen können? Ja. Inmitten der scheinbaren Verwirrung unserer geheimnisvollen Welt sind die einzelnen Menschen so wunderbar dem System angepasst und die Systeme aufeinander, um ein Ganzes zu formen. Dass man, wenn man kurz zur Seite tritt, das schreckliche Risiko eingeht, seinen Platz für alle Zeit zu verlieren. Okay. Links natürlich auch wieder internationale Spiele. Zu 61%, also so. Jetzt hat sich kurz mein Spiel minimiert. Ich hoffe, es geht jetzt noch weiter. Moment, ich werde mal kurz nachsehen. Bin gleich wieder da. Oben, unten, oben, unten. So, ja, also hat sich nichts geändert. Gut. Was ich sagen wollte, wegen internationalen Spiele. So, 61% fertig. Silber haben wir schon. Ich hoffe halt wirklich, dass wir Gold bekommen, weil dann wird unsere Tourismusproduktion um 100% steigen. Und eine freie Sozialpolitik. Das wäre so nice. So nice. Und da ist schon ein Flieger. Hat Kasimir einen Flieger? Tatsache. Aber nicht in Peking. Er hat sich anscheinend hier irgendwo. Das werde ich mal kurz auskundschaften. Ein Flugzeugträger oder so. Wenn ich mich nicht täusche. Tatsache, hier haben wir einen Flugzeugträger. Gut. Dauert eh nicht mehr lange, dann kann ich wieder bauen. So, und nächste Runde werde ich mir schon das Hotel kaufen können. Polen hat Schweden denunziert. Polen ist jetzt extrem überheblich geworden. Durch den beinahe Sieg über mich. Also es war ja kein Sieg, es war schon ein Kräftemessen, also ein ausgeglichenes Kräftemessen. Ich habe ihn fast Lodge zerstört und er hat halt langsam aber sicher meine Truppen zerstört. Hätte ich weitergetan, hätte er mir wahrscheinlich Linz zerstört. Aber ich habe noch rechtzeitig die Flinte ins Korn geworfen. So, jetzt, was wollte ich jetzt machen? Automatische Kraftmilch. Ja, okay. Das meine ich jetzt nicht. Was wollte ich jetzt machen? Ich weiß es nicht. Irgendetwas wollte ich jetzt noch machen. Ah! Nein, 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 nein. Jetzt weiß ich es wieder. Nämlich in Wien. Das 860, verdammt, nächste Runde erst. 860, gut. Dann nächste Runde.
Also für mich sieht es aus, als würde Ron hier einen aussichtslosen Krieg führen. Äthiopien sitzt geldmäßig einfach am längeren Hebel. Ey, warum hat Kasimir jetzt wieder plus 40? Na egal. Äthiopien macht plus 141, also schon 100 mehr. So, Künstler schaffen ein großes Werk. Die Hinrichtung der Lady Jean Grey, oder Jean Grey, Paul Telleroche. So, aber jetzt Wien. Hotel, Kauf. So. Ja, so viel hat sich jetzt nicht getan. Wo? Da, Hotel. Ja, 50% der... So viele... Und da habe ich ja nicht die Kultur bringen. Hat mir alle Kasimir gestohlen. So, aber was ich jetzt sehe, Oxford hat doch einen Platz für Literaturwerk. Das werde ich mal füllen. Durch was bekommt er den Bonus? Von Zeitaltern und von Stadtbesitz unterscheiden. Also es darf nicht österreichische Literatur sein und es darf keine moderne Literatur sein. Okay, aber andere habe ich nicht außer österreichische. Deswegen werden wir wieder tauschen. Da. Ramses hat eine Industrieära, werde ich tauschen für. Für. Nathanael. Tausch. Und ich werde ein mittelalterliches französisches gegen. Twice Told Tales. So. Wo haben wir sie jetzt? Da, Ägypten und Frankreich. So. Sehr schön. Gut. Dann. Jetzt produzieren wir schon 172. Wenn wir das schaffen mit dem mit den internationalen Spielen, dann machen wir 344. 344. Und damit werde ich dann bald der Herrscher sein. Von der Kultur her. Ideologie übernommen. Wer? Gib du mir auch offene Grenzen. Dann leck mich doch. Absolut. Das ist nicht dein Ernst. Sind zwar jetzt nur Pferde und ein Bauernhof. Trotzdem. Vor allem dadurch, dass er jetzt hier zwei hat, werde ich, falls es Krieg gibt, hier nicht mehr. Ich werde schon noch durchkommen, aber nur mit schweren Verlusten. Und Ägypten hat die Ideologie Ordnung eingeführt. Naja. So, Politik einführen. Was haben wir bei Stufe 3? Das ist halt nur, wenn wir kriegerisch veranlagt werden. Sind alles so kriegerische Grundsätze. Hier, wenn wir Feind bekämpfen, Angriffsbonus für Militäreinheiten und Einfluss bei Stadtstaaten, also eure Streitkräfte sind 50% effektiver bei Einschüchtern von Stadtstaaten.